Kauf dir ein Mini, haben sie gesagt. Die sind gar nicht unzuverlässig und gehen ständig kaputt, haben sie gesagt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Wie man sehen kann, ist da hinten ein bisschen was zerlegt. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich wollte eigentlich nebenbei mal das Radlager wechseln und es sollte eigentlich in der nächsten Folge um den Mini, um die Aufbereitung gehen. Das passt jetzt chronologisch nicht so ganz zusammen, weil aufbereitet ist er, wie man so ein bisschen am Glänzen sehen kann. Aber ich muss jetzt einfach die Folge mit der Reparatur dazwischen schieben, weil es ist nicht bei dem Radlager geblieben. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, was überhaupt das Problem ist. Denn, wartet. Die Federbeine sind raus auf beiden Seiten. Es war ein richtiges Drama, weil, wie man hier an dieser Mutter sehen kann, wollte die Antriebswellenmutter nicht wirklich raus und ich musste sie ausbohren. Und aufgefallen ist mir das Ganze, als es irgendwie beim Lenken, es gab so ein leichtes Knackergeräusch, ne? Als ich dann an den Federbeinen rumgefummelt habe, flogen mir diese Teile schon entgegen. Wie man da sehen kann, Kugellagerkugel, etwas vergammelt und so ein Blechring. Wie ich dann später festgestellt habe, jetzt ist es hier ein bisschen dunkel. Wie ich dann später festgestellt habe, ist das der Blechring, der genau an dieser Stelle sitzt und das Domlager zusammenhält. Tja, und natürlich sieht das zweite Domlager fabrikneu aus. Also, Federbeine raus, war ein bisschen Krampf wegen der Antriebswellenmutter, aber es nützt ja nichts. Hier ist übrigens auch noch so ein bisschen die Ausbeute an Schlüsseln, die ich gekillt habe, um diese Antriebswellenmutter rauszukriegen. Letzten Endes lief es dann darauf hinaus, dass ich die aufgebohrt habe, was die wesentlich bessere Alternative ist und ich kann euch sagen, bohrt sie auf. Man kann sich großes Werkzeug kaufen, das meiste passt irgendwie nicht in die Radnaben rein. Und ich denke, einen Akkuschrauber und ein paar gute Bohrer sollte eigentlich jeder zu Hause haben. So, der nächste Schritt wird jetzt sein, die Federbeine auseinanderzubauen, die Teile zu tauschen und dann langsam wieder alles zusammenzubauen. Ich fange mal mit den Federbeinen an. So, ich habe jetzt das erste Domlager runter. Jetzt kann man so grob sehen, was hier das Problem ist. Ne? Also der Ring. Jetzt kann man ihn ganz runternehmen. Und da fliegt auch schon dann das Domlager auseinander. Also, das ist der Grund, warum es so geknackt hat, weil sich hier diese Reste wahrscheinlich in dem Lager verfangen haben. Also, wenn ihr so einen von den früheren Mini-Coupern habt oder Minis, dann kann das durchaus der Fall sein. Irgendwann wurde das Domlager geändert, dann sieht das ein bisschen anders aus. Dies ist auf jeden Fall die weniger verbreitete Variante, die man dann nicht ganz so einfach kriegt wie die andere. Also genau schauen, nach Fahrgestellnummer aufschlüsseln und dann kriegt ihr auch die richtigen Teile. So, ich nehme mal den Rest hier runter und baue das neue Domlager drauf. Jetzt noch einmal Vergleich Altteile zu Neuteile. Man kann sehen, dass das schon einigermaßen gammelig ist, wobei ich dazu sagen muss, das Domlager sieht gar nicht so verkehrt aus. Das neue natürlich wesentlich schöner. Hier liegt es richtig im Argen, da kann man sehen, dass es jetzt in Einzelteile zerfallen. Hier sieht man nochmal, wie das zusammengebaut aussieht. Das ist dann quasi also drehbar gelagert. Dieses hier war mal drehbar gelagert. Und dann hier halt noch die Federteller. Wobei ich dazu sagen muss, der Federteller hätte es noch getan. Ne? Ist zwar ein bisschen rostig hier auf der Oberseite,
Aber das hätte man eben einmal überschmirgeln, ein bisschen Farbe drauf, fertig. Ich wollte aber hier nicht doof rumstehen und wieder auf Teile warten, weil diese Original-BMW-Teile immer ziemlich lang brauchen, weil ich das Lager nicht einzeln gefunden habe. Das wäre natürlich auch die Lösung gewesen, ne? Dieses Lager austauschen, den Krempel wieder zusammenbauen, sollte bei dem Kackfass auf jeden Fall reichen. Gut, das kommt jetzt da hinten rein. So, die Vorderachse ist wieder zusammen. Es knatscht nicht mehr beim Lenken. Das ist schon mal gut. Das Radlager ist auch wieder heile. Noch besser. Und ich bin noch am Auspuff gewesen. Das kann man jetzt auch schlecht sehen. Ich habe es nicht gefilmt. Aber der Auspuff klöterte halt. Oberhalb gegen die Abdeckung. Und da habe ich ein bisschen Platz geschaffen mit dem Hammer, also am Schalldämpfer. Die Falz oben stand ziemlich hoch, da habe ich einfach ein bisschen die Falz flacher gelegt. Ja, nun habe ich schon angefangen, die Rücksitzbank kommt wieder rein. Das heißt, ich habe schon die Beschläge da vorne wieder montiert. Jetzt habe ich die Rücksitzbank vom Dachboden geholt, die liegt da vorne. Und ich werde halt hier die Verkleidung noch mal durchschrubben, dass das vernünftig sauber ist. Das Ganze durchsaugen und auch da die Verkleidung sauber schrubben. Und dann sollte eigentlich hier drin alles soweit fertig sein. Jetzt glaube ich, um an der Antenne noch mal was machen, da muss das Antennenkabel noch verlötet werden. So. Aber